Moin, moin, Leute. Ich habe nicht meine Hose an. Muss mir erst mal eine Hose anziehen. Sorry. So. Habe ich eine Hose an. Ich habe immer noch kein Pullover an. Muss mir noch einen Pullover anziehen. Muss sein. Das muss sein. Der Pullover ist schon ein bisschen älter. Nicht mehr das frischeste Modell. Aber sauber. Mehr kann man nicht verlangen. So. Der ist schon ein bisschen ausgeleiert. Aber egal. Jetzt können wir loslegen. Jetzt habe ich eine Hose an. Angezogen, Pullover angezogen. Jetzt kann es mit diesen Haribo-Dingern losgehen. Diese Haribo Bubi Grief oder Queen oder ich kann nicht so gut Englisch. Ist auch scheißegal, wie die heißen. Sieht lecker aus. Das soll einmal Kirsche sein, da. Mach einfach mal auf. Also, es gibt drei verschiedene. Den hier. Den hier und wo ist der dritte? Dort ist einer von den. Da. Ah, komm her. Genau. Es gibt drei verschiedene, habe ich jetzt alle hier. Also, das hier soll Kirsche sein. Das hier. Ein klein bisschen fester. Also, wenn man es hier sehen kann, das Blatt, das hier oben ist Kirsche, der Rest ist alles ist sehr fruchtig. Dann haben wir hier Himbeere. Sagen. Toll. Jetzt sind aber hier rausgefallen. Darf ich immer vom Boden wieder aufsammeln? Also, das, die sind für alle, die kein Fleisch essen oder tierische Produkte, die sind vegan. Also, und der dritte. Hier ist Mango. Mango ist am besten. Noch ein Kirsch haben. Ja. Man schmeckt den Test. Steht über dem Regenbogen direkt in den Beutel geflogen.
Also ich finde, Himbeere ist auch gut, die dort nicht drin ist. Es kann. Und zweitens darf ich Himbeere und Kirsche machen, da kann ich mich nicht entscheiden. Aber die dritte Sorte, Mango, ist die beste. Schon sehr, sehr, sehr gut geworden. Und heißt noch, guter Test von den Haribo-Dingern. Sehr lecker, sehr schmackhaft. Und bis dann, eure Uhr und haut rein. Lasst mein Abo da, bewertet das Video. Und ich habe jetzt eine Hose und Pullover an. Und auf Wiedersehen. Eure Uhr.